Hey, na Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video, ne? Hier Kagalea und ich. Kagalea, sag hallo. Wir sind jetzt gerade unterwegs im schönen 2016 Richtung Autosaftig, denn auf Instagram wurde mir die ganze Zeit immer der Standort von White Tiger geschickt. Die letzten 4 Tage war der auf jeden Fall sehr oft auf der Autobahn zu sehen. Ich möchte nicht wissen, was der ADAC-LKW-Fahrer sich dabei gedacht hat, wenn immer irgendwelche Leute mit dem Handy so an den vorbeigefahren sind. Aber naja, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, mal zu sehen, wo White Tiger denn sich aktuell befindet und dass es ihm natürlich gut geht. Er ist auf oberster Position auf dem ADAC-Rückhol-LKW positioniert, weil er halt ganz hoch in den Norden muss. Jetzt gerade habe ich angefangen, den Bunker sauber zu machen, weil ich stand da gerade mit dem Wischmob und da kam der Instagram DM reingeflattert, dass der White Tiger kurz vorm Elbtunnel gesichtet wurde. Heute Morgen um 8 war er noch in Bremen, dann auf einmal kurz vorm Elbtunnel und kurz hinterm Elbtunnel habe ich dann noch eine Meldung bekommen, dass er jetzt hinterm Elbtunnel ist und da habe ich mich direkt hier reingesetzt. Ich habe ein Foto gesehen, da war er komplett alleine drauf, das heißt, die waren gerade auf dem Weg zu Autosaftig, also der Werkstatt, die ich angegeben habe. Aber bevor das Video startet, jetzt erstmal rein in die Werbung. Werbung. Well, you. Leute, es geht wieder los. Maximiliano Cross Value Drop. Jetzt unter allen Bestellungen des Maximiliano Hoodies oder unter allen Bestellungen des Dreier-Sets Value hier. Ne, T-Shirt, beste Qualität. Das ist so geil, ich könnte dieses... Könnt ihr jetzt gewinnen. Einen 1.500 € Tuning King Gutschein, Mann. Was? 1.500 €? Das ist ja mehr als mein Auto wert. Komm jetzt in die Gruppe. Felgen sind wichtig, Freunde. Tuning King ist euer Partner für hochwertiges Tuning. Fahrwerke, Sitze, Lenkräder und BBS-Felgen. Jeder, der im Zeitraum von sofort bis Sonntag, 4.7. 23.59 Uhr eine Value-Bestellung abgibt, nimmt automatisch am Gewinnspiel teil. Egal, ob ihr Bock habt oder nicht. Der Gewinner wird per Mail benachrichtigt. Teilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Lest euch die Teilnahmebedingungen in der Beschreibung durch. Hier steht für Gönn. Vielen, vielen Dank für euren Support. Viel Glück an alle. Kauft Merch, Digga, damit ich mir auch irgendwann so fette Rims kaufen kann. Max, hast du nicht irgendwie noch was vergessen? Prozentcode oder so? Was ist was? 10% mit dem Code MAX auf das gesamte Sortiment. Jetzt auschecken, klicken, let's go. Ich habe eben schon einmal so rüber geluschert und schon gesehen, dass da ein ADAC-Ding stand. Zumindest stand da irgendwas Großes, Gelbes. Auf dem Autosaftighof. Ich bin jetzt angekommen, Henschied Ulzburg, Digga. Ich bin echt aufgeregt, Mann. Alter, ich freue mich. Aber ja, danke. Danke, Jungs, Digga, dass keiner mir Bescheid sagt. Ich glaube, die wollten das noch für sich behalten, das Geheimnis, dass der White Tiger da ist. Also bisher habe ich zumindest keinen Anruf erhalten. Alter, ich bin aber auch auf. Ich bin, ey, ich fühle mich, als würde ich jetzt gerade meinen Neuwagen haben gehen. Ja, also ADAC ist hier. Bruder. Aber das ist GESA, das ist nicht Automobil Dynamis. Hä? Das ist doch sogar. Der kommt aus Litauen. Das heißt, White Tiger ist jetzt nicht. Ich mach's mir dann hier erstmal gemütlich, ne? Erstmal in dem Chef parken. Bin jetzt auch noch Regen. Perfekt. Ja, so eine C7 wäre was, ne, Freunde? Das wäre doch was. Was machst du? Tja, Kadalea. Ich glaube, wir verbringen hier den. Unser Vormittag, Nachmittag. Servus. Wir haben gerade ein Meeting drin. Ihr habt ein Meeting? Fange ich dich hier ab. Was geht? Achso, ich kann nicht rein, okay. Ja, alles klar. Dann warte ich einfach draußen. Moin. Wo wird man bei Autosaftig empfangen? Als gut zahlender Kunde. Wie wir Influencer ja so sind. Ja, chillig, Digga. Ich glaube, ich bestelle mir erstmal eine Pizza. Ja, ist sie breit geworden, Mann. What the fuck, was ist das für eine Schulter? CL wurde gesichtet. Oh. Hinterm Elbtunnel. Echt? Deswegen als einziger auf dem ADAC-Ding, deswegen schnell hergepetzt. Und ich dachte schon, ich habe mich richtig gehypt, ey. Aber das ist irgendeiner aus Litauen. Eine Stunde später, wir halten hier immer noch die Stellung. Gesamtautosiastik hat schon Mittag gegessen. Ich warte hier immer noch auf meine Pizza. Glaubst du, das wird heute noch was, Kadalea? Ich muss sagen, mir hat noch einer bei Instagram geschrieben, dass tatsächlich 2 Fahrzeuge auf dem ADAC-Trailer waren, wie noch eine G-Klasse oder sowas. Und die wurde gerade in Fuhlsbüttel abgeliefert. Fuhlsbüttel ist so, ja, Hamburg-Nord, würde ich sagen. Und das ist ungefähr 20 Minuten von hier. Also sind wir schon mal 10 Minuten näher als hinterm Elbtunnel.
Aber Timo hat schon gesagt so, Max, ich bin mir nicht sicher, ob das heute kommt. Weil LKW-Fahrer haben ja irgendwie so Lenkzeiten von 8 Stunden. Dementsprechend muss ich mal gucken. Aber wir haben 14.24 Uhr, ich bin noch zuversichtlich. Ich halte hier einfach die Stellung. Wäre ja auch eine schöne, wunderschöne Aussicht hier auf dem S5, ne? Und dahinter ja, ein S4. Jungs, gerade die Pizza hier bekommen. Genau. Wenn er ja kurz hier. Kann er leer, komm. Komm mit. Deine Pizza halten, oder? Mein Auto ist da. Mein Auto ist da. Ja, ich bin gerade komplett überfordert, Mann. Hund, Kamera, Pizza. Ich soll die Kamera halten. Ja, kannst du das machen? Ja. Der Leber, da. Schnackt er da jetzt kurz rum oder kommt der kommt hierher, ne? Fällt ihr gleich auf den Hof, ne? Ich denke schon. Alter. Da fällt die Pizza fast aus dem Mund. Scheiße, Mann. Willst du ein bisschen ja. Leben lassen? Katalea ist hier am Start. Ja. Ich hab sie. Ich hab voll den nassen Arsch jetzt, Mann, weil ich nicht auf dem Trailer sitzen muss. Oh nein, hier ist was los, Alter. Hat er aufgeregt. Und? Kriegt der Skala 7 bis 13, wie aufgeregt bist du? Einfach draufhalten. Dann. Einfach draufhalten. Jürgen hier, Jürgen, der schleppt das Ding. Kim, Jürgen hält die Kamera und Jürgen bringt das Auto. Jürgen hat keinen Bock mehr, glaube ich. Jürgen, das Auto muss rückwärts hier rauf. Ich bin euer Kameramann für Max, Digga. Das ist mein Baby hier, ne? Schicker Schnitt. Oh, ne? Auftritt für ein Auto. Da hat er sich wieder gegönnt, so, wa? Lass er sich nicht lumpen, Jungs. Da steht sogar Rückholdienst drauf, Mann. Moin! Kannst abladen! Soll ich den Hund mal nehmen, Digga? Oh, die Pizza? Ja. Eins von beiden, gib mal eins von beiden hier. Ja, die Pizza, gib mal Alex. Pizza, gib mal Alex. Batterie ist komplett im Arsch. Hast du Maximiliano eingeben auf YouTube? Ich arbeite da nicht hier, ich halte nur die Kamera, weil er da gerne Pizza und einen Hund in der Hand hatte. Wo ist die neue Welt? Ey, braucht einen Booster für Batterie, oder? Das ist ja nur einem Anschmeißen, der fällt eh nicht, oder? Das ist sowieso nicht. Ja, das ist der günstigste von der Deutschland gewesen. Das ist Datenschutz, warum macht ihr das? Ey, wir würden das Auto. Das Ding ist wirklich verwahrt. Völlig verwahrt. Der hat gar keinen Bock mehr, sogar auf die Karte. Der Regen hat sich jetzt mittlerweile zu einem kompletten Sturm entwickelt. Die Siastics stehen ja auch nur rum und gucken zu. Ich auch. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll, außer den Booster halten. Jetzt erstmal überbrücken das Ding, damit überhaupt hier die Bremse wieder funktioniert und die Lenkung, ne? Und ABC dann bitte auch einwandfrei hochfahren. Ich glaube, der hat keinen Bock auf Anspringen, trotz Booster. Ja, das ist schon merkwürdig. Was mich jetzt richtig wundert, ist, hier ist so eine für den Kofferraum und die leuchtet einfach nicht, Digga. Das heißt, das ganze Ding ist irgendwie tot und der Booster hat ja 100%, also. Das ist schon ziemlich merkwürdig, der so gar nichts macht hier. Fuck, ey. Kacke. 3,4 Volt. Die ist tot. Bisschen Wasser drin, glaube ich. Das Ding läuft. Den Knopf ABC musst du zweimal drücken, sodass beide Lampen leuchten. Dann fährt er hoch. Ach scheiße, stimmt, das Ding fährt gar nicht. Man muss ihn irgendwie schieben. Ich habe keinen Plan, was er gerade macht, ne? Er hat nur gesagt, jetzt haben wir verschissen und jetzt steht er hier. Oh Mann. Ich glaube, der Typ, der ADAC-Mitarbeiter weiß auch gar nicht, dass ich gar kein Mitarbeiter von Autosiastic bin. Sondern nur so ein Freak mit Kamera. Ein Schaulustiger bin ich. Ich habe größten Respekt vor solchen Leuten mit so riesen Anhängern und LKWs und so. Das ist so krass, wie die fahren können. Ja, alles gut. Den schieben wir, Jungs, schon. Das kriegen wir hin. Ich bräuchte mal jemanden, der mit mir schiebt. Und Katalea halten und meine Pizza vor Katalea beschützen. Ich glaube, der ADAC-Typ hat auch gar keinen Bock mehr auf mich. Das Ding ist komplett tot, Alter. Komplett? Ja. Oh, komplett voll. Alter. Und die Batterie ist komplett im Arsch. Hier ist noch euer Booster. Der hat gar nichts geschafft. Der hat nicht mal die Lampe hier zum Leuchten gebracht. Der ist im Arsch. Der bringt doch immer nur die Kombination. Anmachen ist gut, Digga, der ist tot. Wo ist die AMG-Power? Wo ist meine Chipkarte? Komplett. Der ist komplett tot. Ja, warte. Oh. Spielt der nicht an? Nee, das tut sich gar nichts. Kannst du runter und dann geht das mit runter, sind sie? Kannst du gehen, glaube ich. Einfach draufhalten. Läuft es? Ja. Die Verlegung mit drei Reifen, immer auf den linken Fahrstreifen. Keiner kommt an uns ran. Wir sind am CL 500 Fahrt. Du bist immer am Kneifen, man sieht dich immer auf den Schornstreifen. Jemand muss bremsen, Kim, seid da. Ja.
Ganz hinten durch. Weiter. Gut. Reicht? Ja, komm, reicht. Gut, Jungs. Einer muss bremsen. Ja, ich hab kurz Panik. Panik bekommen, dass das Ding da rein wollte. Der war schon wieder so. Ja, erstmal hier mein Baby begutachten. Das habe ich genau gesehen, wie der Barfuß in Schlappen, Digga. Scheiße. Hey, denn er war so. Okay, jetzt haben wir die Talk. Warte. Die Schlüsselkarte fehlt, Digga. Füg dir das raus. Was fehlst du dir? Ja, ich muss selber filmen. Was Max filmen? Hallo Maximilianos YouTube. Folgt mir auf Instagram. Die läuft. Das Ding recordet alles. Das ist mir auf jeden Fall gerade zu viel, Mann. Und? Ein Schrotter CL, Regen. Badelatschen, Digga. Badelatschen. Und Pizzakarton. War viel zu viel auf einmal. Gut, Freunde, es ist offiziell. Der weiße Tiger ist zurück. Scheiße. Ich weiß halt Real Talk nicht, was ich sagen soll. Das war gerade alles. Oh, die Kamera ist ein bisschen dreckig. Nein, ich habe Wasser im Objektiv. Ja, okay, eine Kamera weniger. Schön, wie sieht denn das Bild bei euch aus? Ja, perfekt. Gut, alles klar. Ja, jetzt ist er ja auch noch die Kamera abgekackt, Mann. Wegen Akku und da laufen schon wieder Dings mit Kunden rum. Komm, das ist hier gerade alles, das steht hier alles gerade unter keinem guten Stern, Freunde. Dementsprechend moderiert. Alter, was ist das denn, Bruder? Also, das war vorher noch nicht. Ja, gut, ich werde mich jetzt auf jeden Fall aufmachen, ein neues Differential- und Antriebswellen zu besorgen. Ich würde sagen, im nächsten Video vom White Tiger seht ihr, wie wir das ganze Differential auseinandernehmen und uns das ganze Ding von unten mal angucken. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich halt nicht allzu viel dazu sagen, außer dass Hagen da seine scheiß Cider-Dose schon wieder im CL gelassen hat und es hier drin übertriebenst nach Schimmel wieder riecht. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Gut, Freunde. Vielen Dank fürs Gucken des Videos. Wie immer, Daumen nach oben, Abo dalassen. Bis zum nächsten Mal. Verzeiht mir, dass ich gerade ein bisschen fertig bin. War anstrengend. Haut rein, ciao. Support ist kein Mord. G steht für Gönn. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und ja, fleißig bestellen. Genau. Supportet den Jungen. Sonst kann er sich keine Autos kaufen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das gut war. Das war bestimmt gut. Geschnitten ist das immer gut.